Neulich war ich eingeladen. Oh je, was für ein Gastgeber, was für ein Haus. Die Bude dreimal so groß wie die meine. Der Herr des Hauses ständig. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in meiner bescheidenen Hütte. Dann ein Buffet, als sei die halbe Stadt eingeladen. Und er immer, so nehmen Sie, ich brauch doch nichts übrig zu bleiben. Und seine Alte, total overdressed, flötete ständig, hoffentlich schmeckt es auch wirklich. Also habe ich mich dann auf, ach wie köstlich und auf vielen, vielen Dank zurückgezogen. Und sollten die mich wieder einmal einladen, dann bin ich vorsichtshalber krank. Ja, hier hat wohl offensichtlich irgendwas nicht funktioniert, hier hat was nicht geklappt. Einladungen sind ja dazu da, um soziale Beziehungen, soziale Netzwerke zu pflegen oder neue Beziehungen zu knüpfen. Einladungen sind so etwas wie Visitenkarten. Man zeigt sich von seiner besten Seite und natürlich nicht von seiner besten Seite in diesem materiellen Sinn, sondern auch im Sinne seiner sozialen Kompetenz. Man muss seinen Gast natürlich entsprechend einschätzen und ihn entsprechend würdigen. Und hier hat ja nun vieles nicht funktioniert, Frau Tabernick. Was ist hier schiefgelaufen? Genau, wie Sie schon sagen, als Gastgeber habe ich natürlich die Aufgabe, meinen Gast einzuschätzen. Das heißt, wo fühlt er sich zu Hause, wo fühlt er sich wohl, was für ein Ambiente muss ich schaffen, damit er auch gerne zu mir kommt und auch gerne wieder zu mir kommt. Ich kann also nicht jemanden auf ein Glatteis bringen in ein Sternerestaurant, wenn ich weiß, er ist eigentlich jemand, der sowas überhaupt nicht schätzt oder sowas gar nicht liebt. Wenn ich auch Einladungen ausspreche, muss ich mir wirklich Gedanken machen, welche Zeichen ich setzen möchte und muss eben darüber nachdenken, wo sich mein anderer Gast oder der Einladende zu Hause fühlt. Es gibt gewisse Formalitäten einzuhalten, neben Ort, Anlass und Zeitpunkt, wann soll ich warum, wohin kommen, sind auch gewisse Hilfestellungen für die Eingeladenen sinnvoll. Also Hilfestellung, in welchem Rahmen bewege ich mich? Zum Beispiel, dass ich den Dresscode angebe. Hier ist es aber nicht gerade hilfreich reinzuschreiben, Smart Casual oder Business Casual. Da wissen die wenigsten, was es ist. Viele fangen dann an, im Internet zu googeln und rauszufinden, was das alles bedeuten könnte. Wir sagen immer, sinnvoller ist es auf jeden Fall, hier in Deutsch zu schreiben. Ich komme in Jeans und T-Shirt, ist für mich eine klarere Aussage als bitte sportlich leger zu kommen, zum Beispiel. Eine weitere Sache, die hilfreich ist, ist auf jeden Fall auch zu sagen, ob es was zu essen gibt. Wie oft kommen wir vielleicht hungrig irgendwo hin und es gibt tatsächlich nichts zu essen. Also hier zu schreiben, das Buffet startet um 19 Uhr oder um 24 Uhr gibt es Mitternachtssuppe. Einfach nur irgendwie Hilfestellung, ob es Fingerfood, Verpflegung gibt oder ob es ein reines Get-Together ist, nur mit Getränken. Und dann gibt es so Kleinigkeiten wie die Uhrzeitangaben, also um oder gegen, von bis, S.T.C.T. aus den Universitären kann auch hier reingeschrieben werden. Also, dass ich genau weiß, komme ich pünktlich, komme ich etwas später oder habe ich sogar einen gewissen Zeitrahmen, wie bei Vernissagen zum Beispiel, habe ich ja ganze Stunden, wo ich später kommen kann. Also, das ist alles hilfreich. Und zum Schluss sollten Sie auch immer eine Anfahrtsskizze mitschicken oder eben vielleicht sagen, wie es ungefähr aussieht, wenn ich mich dort nicht auskenne, eben auch einen Plan mitschicken, wo ich hinkommen muss. Um auch die Antworten, gerade mit einem Antwortsfax oder einer Postkarte, zu beschleunigen, damit ich schneller planen kann. Und der Gast hat eine einzige Aufgabe nachher, wenn er nach Hause gekommen ist, sich am nächsten Tag für dieses wunderbare Fest und ich hoffe, es ist ein wunderbares Fest gewesen, zu bedanken. Das ist das Einzige, was ein Gast ein oder zwei Tage später tun sollte. Und gerade weil Sie so wunderbare Gastgeber waren, möchten wir uns für den kommenden Freitag erneut bei Ihnen einladen, denn... Aber Armin, das kannst du doch nicht machen. Man kann sich doch nicht selbst einladen. Ja, warum nicht, Liebes? Du musst zugeben, es war ein herrlicher Abend. Für uns und für die Gastgeber, oder? Ja, natürlich. Also werden auch Sie sich über eine Fortsetzung, über ein erneutes Zusammentreffen freuen. Aber müssten nicht wir Sie dann einladen, verstehst du? Ein Abend bei uns. Ja, schon. Aber bist du sicher, dass es bei uns genauso nett wird wie bei Ihnen? Nun, ich weiß nicht. Siehst du, du weißt es nicht. Also gehen wir besser zu Ihnen. Da weiß man, was man hat.
Ach, wenn ich nur wüsste, was die gemacht haben, dass dieser Abend so gemütlich, so anregend war. Vielleicht laden doch wir sie ein. Fragen aber vorher, was so ein Abend besonders... Nein, niemals. Das wäre ja noch schöner. Da würden wir ja zugeben, dass wir nicht wissen, wie man einen schönen Abend gestaltet. Nein, lass mich jetzt meinen Brief fertig schreiben. Dann kannst du am kommenden Freitag ja beobachten, wie man eine schöne Einladung gestaltet. Ja. Offensichtlich ist eine Einladung mehr als das Bereitstellen einer warmen Mahlzeit und das Zusammenbringen von ein paar Gästen, sondern es erfordert sehr viel soziale Kompetenz, Einfühlungsvermögen und ein gutes Maß an Feingefühl, um den Abend dann zu dem werden zu lassen, was man sich so gedacht hat. Wir sehen an diesem Beispiel, dass diese Dinge sich nicht immer so fügen. Es gibt ja auch solche Einladungen, wo alle Gäste etwas mitbringen. In den USA wurden diese Einladungen gelegentlich Potlatch genannt. Potlatch sind aber ursprünglich Verdienstfeste von nordamerikanischen Indianern, Kwakiutl, an der Nordwestküste. Die Feste sind nach ihnen benannt worden. Es ging darum, dass man die Gäste so großzügig bewirtet, so großzügig beschenkt, damit erniedrigt und beschämt und damit den Status einer Gruppe erhöht. Diese Potlatch-Szenen wurden später verboten, weil sie als ökonomisch desaströs bezeichnet wurden. Und der Begriff hat sich dann durch die Geschichte geschlichen und heute weiß keiner mehr, woher es eigentlich kommt, der nicht damit befasst ist. Und mit Potlatch werden dann sogenannte Bottle-Partys oder Mitbring-Partys bezeichnet, wo dann jeder etwas zur Party beisteuert. In der Etikette wird ja auch gesagt, dass man zu Einladungen etwas mitbringen soll, was für den Gastgeber gedacht ist. Typischerweise bringen wir Blumen mit für die Gastgeberin. Diese werden von dem eingeladenen Mann übergeben, ausgepackt in Deutschland. In anderen Ländern ist es anders, teilweise auch noch eingepackt. Man sollte sich aber überlegen, was für Blumen man schenkt. Also rote Rosen sind bestimmt nicht das Richtige für eine Einladung beim Geschäftspartner und seiner Frau. Also hier sollte man sich vorher erkundigen, welche Blumenfarben und welche Blumen für was stehen, damit man da nicht in ein Fettnäpfchen läuft. Der Begriff Einladung ist natürlich weit gefasst. Es geht nicht nur um Business-Einladungen, sondern Einladungen können auch im sozialen Kontext etwas ganz, ganz anderes bedeuten. Es gibt spontane Einladungen, es gibt Einladungen, die auf die Person gemünzt sind. Dass man sagt, ich lade jetzt die Person XY zu einem Abendessen bei mir ein, dann ist sozusagen der Gast im Mittelpunkt. Es gibt Einladungen, die sind einem Geburtstag oder einem Jahrestag geschuldet. Da kommen dann andere Personengruppen zusammen. Diese Form der Einladungen haben einen mehr oder weniger verpflichtenden Charakter. Die kann man kaum ablehnen. Die nächste Einspielung zeigt, dass eine Einladung durchaus problematisch sein kann. Also hören Sie, wir müssen ihn kriegen, egal wie. Also eine Verfolgertruppe, Spione, ein Hinterhalt. Das Problem ist nur, er ist äußerst gerissen. Es ist irgendwie chancenlos. Chancenlos? Chancenlos? Nein, wir haben ihn. Wie, euer Gnaden? Ganz einfach, ich lade ihn ein, ja. Der Herr erhält von uns eine Einladung. Eine Einladung? Nun, er hat dann eine Einladung und der muss erfolgen. Können Sie folgen? Nicht ganz. Nun, so eine Einladung verpflichtet, da kommt er nicht aus. Sie meinen, er hat eigentlich gar keine Wahl. Der Anstand gebietet ihm zu kommen. Käme er nicht, wäre er gesellschaftlich erledigt. Kommt er, ist er in unseren Fängen. Genau, Geheimrat, so läuft das. Tja, in gewissem Sinne ist so eine Einladung doch die raffinierteste Art der Festnahme. Man sollte sie nie unterschätzen. Der Anstand gebietet es zu kommen, wurde gesagt. Einladungen können etwas Zwanghaftes haben oder eventuell sogar einen Druck ausüben auf eine Person. Ich habe ja lange in Indien in einer Bauerngesellschaft geforscht und da war es ganz üblich und auch wichtig,
dass Einladungen zu Hochzeiten persönlich überbracht werden, und zwar nicht persönlich an ein Mitglied des Haushaltes, sondern persönlich an den Wohnort. Wenn man einen Einzuladenden zufällig am Busbahnhof trifft, kann man nicht die Einladung aus der Tasche ziehen und sagen, ich wollte dich sowieso einladen. Nein, man fährt in sein Dorf, man geht zu seinem Haus, gibt dort die Einladung persönlich ab, unabhängig, ob er da ist oder nicht, unabhängig, ob er vorinformiert war oder nicht. Oft erfolgen diese Einladungen so, dass man es einmal im Vorfeld gesagt bekommt, dann aber die formelle Einladung persönlich überreicht werden muss. Und wenn man das nicht persönlich kann, dann muss es ein Familienmitglied repräsentativ für den Einladenden machen. Da ist also die persönliche Komponente bei der Einladung ganz zentral. Aber vielleicht ist das jetzt etwas eng gefasst, wenn es hier um Hochzeiten geht. Ganz allgemein zur Einladung, was sind für Sie die wichtigen Punkte? Erstens sollte der Einladende sich überlegen, wo sich seine Gäste wohlfühlen. Er sollte eine klare Aussprache oder Aussage haben, dass er jemanden einladen möchte, durch eine schriftliche Einladung oder eben mündlich, ich möchte Sie einladen. Und die Inhalte einer Einladung sollten auf jeden Fall eine Hilfestellung sein für den, der eingeladen ist. Also sprich, was ist der Dresscode? Gibt es was zu essen? Wann soll ich wo erscheinen? Und was ist eventuell der Rahmen, der mich erwartet? Genau, das ist auch die Kunst eines Gastgebers, herauszufinden, welche Gäste passen zusammen, gerade wenn es um die Sitzordnung nachher geht. Also wir kennen diese Hochzeiten oder Feiern alle, wo wir neben jemandem gesessen haben, den wir überhaupt nicht, mit dem wir gar nicht sprechen konnten, andere Interessen hatten. Das sind natürlich Planungen, die ein Gastgeber auf jeden Fall im Vorlauf sich genauestens überlegen sollte, auch wenn es eine bunte Truppe ist. Wenn ich eine Sitzordnung habe, wer kann sich mit wem unterhalten? Dass es doch ein bisschen Anknüpfungspunkte irgendwo gibt, dass es nicht ein langweiliger Abend wird. Für mich ist einfach zentral, dass das, was mit einer Einladung ausgedrückt werden soll, vermittelt wird. Und da ist das Persönliche, das Soziale einfach wichtiger als Formalia. Ich liebe es, wenn ich zu Einladungen komme, wo ich mich auch entgegen aller Konventionen und entgegen aller Regeln einfach wohlfühle und wo man hinterher sagt, dass es eine sehr unkonventionelle und sehr schöne Angelegenheit war.